Hallo, liebe Freunde, zum Impfspezial der Nachtgedanken heute Abend mal. Nachdem mich einige per WhatsApp und auch in Facebook gefragt haben, wie denn der Booster so war heute und wie ich ihn verkraftet habe, hier ein kurzes Update und kurz erzählt, wie das abläuft. In Taunusstein in der Silberbachhalle, aber auch in Eltville und an manch anderem Ort, auch von den beiden Orten weiß ich es ganz genau, könnt ihr euch ohne Anmeldung impfen lassen. Man fährt einfach hin, also die Silberbachhalle öffnete heute um 11, ich war um 10:50 Uhr da. Parkplätze, naja, nicht wirklich viele, da viele Parkplätze an der Halle von einem Hähnchenwagen blockiert wurden, von einem Tannenbaumverkauf und von einer Glühweinbude, die leider Gottes zu hatte. In der Seitenstraße geparkt, hingedackelt und hinten angestellt, waren jede Menge Leute da. Muss man wirklich sagen, es war kalt. Es war wirklich hundekalt, aber man steht da und die Unterhaltungen in der Schlange waren schon lustig. Man kannte so das eine oder andere Gesicht und mit den Leuten vorher und nachher konnte man sich auch kurz unterhalten. Entweder über die Tannenbäume, die da standen, oder einfach über die lustige Situation, in der man sich da befindet, indem man sich da anstellt. Nach einiger Zeit kam man dann rein. Die Security-Mann winkte einen durch zum ersten Tisch. Und am ersten Tisch saß dann ein junger Mann, der die Unterlagen kontrolliert hat. Was müsst ihr mitnehmen? Euren Impfpass. Das ist schon mal ganz wichtig. Personalausweis. Nachweisen, wer man ist. Logischerweise. Krankenkassenkarte. Ganz wichtig. Dann gibt es einen Anamnesebogen. Den kann man sich im Internet herunterladen. Wenn ihr das nicht könnt, ihr kriegt ihn auch dort. Während der Wartezeit, die dann noch folgt, könnt ihr den in aller Ruhe ausfüllen. Kugelschreiber bitte mitnehmen, wäre ganz schlau. Es gibt noch einen Aufklärungsbogen, den kann man lesen, man kann es auch lassen. Man braucht es ja sowieso. Also, bitteschön. Man nimmt in der zugewiesenen hinteren Stuhlreihe Platz. Immer wenn jemand vorne reingerufen wird, rückt man eine Reihe weiter vor. Und wer dann irgendwann in der ersten Reihe sitzt und sich gemerkt hat, nach wem er kommt, der ist dann auch irgendwann dran, wird in eins der zwei Sprechzimmer gerufen, da gibt man seine Papiere ab, die man dabei hat. Man kriegt so ein Klemmbrett am Eingang, da wird alles richtig schön in der richtigen Reihenfolge abgelegt. Man gibt dem Arzt beim Reinkommen seine Unterlagen, dann macht man einmal das Ärmchen hoch. Wo habe ich es denn hier? Hier, ja, man sieht es kaum. Und kriegt die Spritze. Ich kriegte Moderna, weil BioNTech nicht mehr vorhanden war. Man muss halt das nehmen, was man kriegt. Kreuzimpfung finde ich persönlich sowieso nicht schlecht. Wenn ich hätte wählen können, auch Moderna genommen. Bin ja auch ein moderner Typ. Und dann ist der ganze Zauber schon wieder vorbei. Man kraft sich seine Unterlagen, holt sich noch ein halbes Hähnchen am Grillwagen. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Taunussteiner, ihr habt ein geiles Hähnchenauto. Und ja, dann war das Ganze gegessen. 11 Uhr machten die auf, 10:50 Uhr war ich da, 12:20 Uhr war ich mit allem fertig. Ich denke, 12:15 Uhr oder sowas müsste ich eigentlich fertig gewesen sein. Ja, und das war's. Nebenwirkungen. Wie gesagt, wir haben jetzt 19:23 Uhr. Ich habe den ganzen Nachmittag verpennt, aber ich schlafe sowieso im Moment wahnsinnig viel. Da sind noch die Nachwirkungen von Aki und meinem Job und überhaupt und der finsteren Jahreszeit da draußen. Ich habe einfach gepennt, bin aufgewacht, hatte ein bisschen Herzbummern und ein bisschen Erkältungsgefühl. Das ist alles. Bis jetzt habe ich also, ja, und natürlich der Arm, wenn ich ihn hebe, der Muskel tut ein bisschen weh. Das ist aber auch wirklich alles. Manche sagen, die Nebenwirkungen setzen erst nach 24 Stunden ein. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen. Postet es doch bitte hier drunter. Wann haben bei euch bei der Boosterimpfung die Nebenwirkungen eingesetzt? Die Impfwirkungen sind ja keine Nebenwirkungen, sind Impfwirkungen. Wann hat das bei euch eingesetzt? Wann habt ihr Fieber bekommen? Wann habt ihr angefangen, euch so richtig elend zu fühlen? Wäre mal interessant, ob ich es schon hinter mir habe oder ob es erst noch kommt. Ich als alter Hypochonder würde mich natürlich freuen, wenn da gar nichts käme. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Ich darf heute Abend keinen Alkohol trinken, jedenfalls nicht in Maßen. In Maßen werde ich es aber trotzdem tun. Mein übliches Glas Rotwein muss sein. Sonst ist ja kein Abend. Ich werde nachher noch heute Show gucken oder ich gucke mal im Hexenkeller vorbei, was da los ist. Ich darf auf gar keinen Fall Ibuprofen nehmen, soweit man mir gesagt hat. Ich soll bei irgendwelchen Beschwerden Paracetamol nehmen. Habe ich im Haus, gar kein Thema.
Ja, liebe Leute, ich wünsche euch viel Spaß beim Boostern. Die Leute waren wirklich nett. Es ist echt ein Event. Wenn da noch einer vorbeigegangen wäre, der einen Kaffee ausgeschenkt hätte, das wäre noch schöner gewesen. Aber okay, man kann nicht alles haben. Die Damen in der Reihe waren übrigens recht froh, dass es keinen Kaffee gab, weil es gab auch kein Klo. Außer drin in der Halle, aber geh da mal dran vorbei, während alle warten, geboostert zu werden, sagst du, oh Gott, ich gehe mal gerade aufs Klo. Ja, ist nicht so gut. Jedenfalls, ich habe es hinter mir, ich habe jetzt mit Corona erstmal wieder Ruhe, aber wir sind uns ja alle einig, im Sommer kommt die nächste Impfung. Die müsste dann helfen gegen Omikron. Und auch da bin ich wieder mit dabei, weil ich denke mir, so ein kleiner Pieks ist allemal leichter zu verkraften, als mit einem Schlauch in der Luftröhre irgendwo auf einer Intensivstation zu sitzen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dass mir noch kein Puschelschwanz gewachsen ist von der Impfung, das kann man auch nachgucken. Ich bin jederzeit bereit, das zu zeigen. Ich habe überhaupt keine Bedenken, dass mir diese Impfung schadet. Wie gesagt, ich bin anerkannter Hypochonder, habe tierische Angst vor Ärzten, Zahnärzten, Tierärzten, allem Möglichen. Allem, was einen weißen Kittel anhat. Ich kann mich nur mit Mühe zu einer Fleischabteilung trauen, wegen dem weißen Kittel. Ganz im Ernst, ich habe Angst vor krank sein und ich habe Angst vor Ärzten und vernachlässige so manchen Vorsorgetermin. Und als Mann über 50 hätte man eigentlich so den einen oder anderen mal wahrnehmen sollen. Aber das mache ich definitiv mit, weil ich eben auch Freunde habe im Gesundheitswesen, die mir jedes Mal wieder sagen, Leute, das sieht schlimm aus in den Krankenhäusern. Nicht nur in Langen, wo ich einen Bezug dazu habe, sondern auch in den anderen Krankenhäusern, wo ich Leute kenne. Leute, da draußen tobt der Bär. Der Bär heißt Covid-19. Der ist noch lange nicht vorbei. Und mal bitte, Einschränkungen hatten wir doch bis jetzt nicht wirklich, oder? Nur weil mal die Stammkneipe über 8 Wochen zu ist, ist das nicht der Verlust der Freiheit. Und nur weil eine Impfpflicht droht, ist das nicht der Verlust der Grundrechte aus dem Grundgesetz. Und ganz im Ernst, jemand, der mir erzählen will, diese Impfung sei gefährlich, der hat in Biologie 9. Klasse nicht aufgepasst. Diese Impfung, und das sage ich als Hypochonder, kann nicht gefährlich sein, weil sie nicht in den Körper eingreift, weil sie keine DNA verändert, sie macht nicht unfruchtbar, ganz im Gegenteil. Also es ist absolut ungefährlich. Leute, geht impfen. Ihr seht dieses Video, weil wir uns kennen, von irgendwoher. Ihr seid meine Freunde, meine Kunden, ihr seid Leute, die mich gern haben. Ich habe euch auch gern, alle von euch. Also bitte lasst euch verdammt nochmal impfen. Eine Stunde an einem Samstagmorgen mal nach Taunusstein gestellt. Ich bitte euch, das ist ja wirklich kein Akt. Macht es bitte für mich und für die, die euch lieb haben. Vielleicht für die ganz besonders. Wir müssen dem Ganzen Herr werden. Und wie gesagt, ich habe euch erzählt, wie das heute abgelaufen ist. Alles kein Drama. Und danach gibt es ein schönes Tässchen Kaffee, ein Glühwein oder ein halbes Hähnchen. Okay? Wir sehen uns. Nachtgedanken Teil 2. Ich wünsche euch was.